Ja, ich möchte dich heute herzlichst begrüßen zum Nawal Khan. Sein wunderbarer Nawal, der viele, viele Aspekte in sich trägt, auf die ich heute eingehen möchte. Khan ist ein Nawal, den wir am unmittelbarsten mit der sogenannten Kundalini-Kraft verbinden könnten. Eine Feuersenergie, die sich in unserem Körperlichen als Elektrizität anspürt, als Anregung, als Erotik in der Sexualität, die aber auch den ganz, ganz besonderen Aspekt in sich trägt, dass wir mit diesem Feuer auch viel, viel leichter vernetzt werden können mit den Anderswelten. So ist die Folge nach Kat, nach der Vernetzung, in Khan zu gehen, auch wirklich die Qualität, dass in diesem Netzwerk, das aufgebaut ist durch unser eigenes Mitwirken, dass wir dieses Netzwerk dann, wie schon ausgedrückt, befeuern. Diese Khan-Energie ist also ein Feuer, das in ganz unterschiedlichen Frequenzen dann unser menschliches Energienetzwerk, unser Energiesystem mit den Anderswelten verbindet. Nun, es ist für den Menschen und unseren Entwicklungsraum, unsere Menschheit, unser Planet Erde, eine große Herausforderung, dass wir in andere Entwicklungsräume Zugang finden. Das haben unzählige Meister, Meisterinnen in ihrem Leben vorgezeigt, die Religionen leben sozusagen von der Qualität ihrer Religionsfiguren, ihrer Religionsträger, dass sie diese geistigen Kontakte mit den Anderswelten pflegen. Und ich möchte jetzt aus dem Maya-Kalender dieser Kat-Energie die Verbindung zu jedem Einzelnen von uns schaffen und wie kostbar es ist, diesen Nawal in unseren Fokus zu nehmen. Im heutigen Zeitgeist würde ich sagen, dass Khan wie ein Computerprogramm funktioniert, das es uns ermöglicht, mit anderen Programmen und Systemen verbindbar und auch kompatibel zu sein. Das ist ein Teil, der für die Menschheit nicht so einfach zu fassen ist. Man hat also in Maya erkannt, dass es Möglichkeiten gibt, über eine kosmische Kraft den Menschen zur geistigen Welt näher hinzubringen, für eine Kontaktaufnahme und sei es dann auch für eine Kommunikation. Es ist also ein ganz zentraler Teil unseres menschlichen Lebens, dass wir auch in dieser Hinsicht beweglicher werden, dass es uns ermöglicht wird, mit Wesen anderer Ebenen und anderer Welten so in Kontakt zu treten zu können, dass wir sozusagen über diese Kann-Energie im höheren Sinne dann auch mit Kukulkan, der gefiederten Schlange, diese Kompatibilität in uns tragen und damit auch vor und nach dem Tod eine viel unmittelbarere Verbindung zu den geistigen Kräften der Anderswelten aufbauen zu können. Also es ermöglicht uns dann in den Austausch mit Wesen der Anderswelten zu gehen. Austausch heißt Information, Informationsaustausch, dass wir aus anderen Entwicklungsräumen Informationen bekommen. Die Mayas haben sehr stark mit dieser Form von Khan gearbeitet. Ich denke auch in vielen Aspekten der Astronomie, der Astrologie und, wo man weiß, dass dieses Volk sich sehr, sehr weit in der Entwicklung an ungeahnte Maßstäbe herangearbeitet hat. Nun kann es also auch dieses Feuer, das unser eigenes Seelennetzwerk befeuert, lebendig macht, stabilisiert, reinigt.
Es ist also auch dahingehend ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns Menschen. Das, was nach dem Tod übrig bleibt, unser Bewusstsein, unser Seele, Geistwesen, möglichst in einem Reinheitszustand und möglichst in einem ganz, ganz kraftvollen Energienetzwerk weiterzugehen, das wir ganz speziell dann auch mit kann aktivieren können zu Lebzeiten. Und wir haben auch die Möglichkeiten, unsere Ahnen, unsere Verstorbenen, wenn wir das Gefühl haben, dass sie zu wenig beweglich sind, im Kann zu aktivieren. Im Kann würde ich dann immer auch die rote Feuerskraft, die rote Kerze nehmen, die letztendlich dann ein Symbol dafür ist, dass der zentrale Fokus Kans, das menschliche Herz, von dem dieses Netzwerk getragen wird, dass diese Kann-Energie unmittelbar in die Herzqualität hineinwirkt. Das Herz Kans gibt uns also die Möglichkeit, mit den Herzen der Wesen der Anderswelten in Kontakt zu treten. Heuer ist es sehr interessant, dass der Heilige Abend, der 24. Dezember, in 4 Kann steht. Das gibt die Möglichkeit, ganz besonders zu diesem Friedensfest über die 4 Himmelsrichtungen die Kann-Energie auch über die Adventkerzen, die 4 Adventssonntage zu aktivieren. Darauf möchte ich in einem weiteren Video eingehen, das ich für Weihnachten dann zusammenstelle. Somit ist diese Kann-Energie auch eine Schlangenenergie. Sie bewegt sich in Wellenform. Sie zeigt sich letztendlich in der Musik, in den verschiedenen Frequenzen und Schwingungen, die abgestimmt aufeinander dann eine Gesamtharmonie ergeben. Die Statue, die heute im Blickwinkel steht, ist geweiht der Trinität, der christlichen Maria, der griechischen Sophia und der ägyptischen Isis. 3 Göttinnen eines ganz starken, miteinander verwobenen Netzwerkes im Nahen Osten, aus dem diese Kräfte im Weiblichen wirken. Kukulkan wird in Maya im jetzigen Zeitgeist auch sehr stark dem Weiblichen zugeschrieben, weil die Frau, die Priesterin, die hohe Priesterin, die Göttin diesen Zeitenwandel, in dem wir stehen, ganz erheblich mitgestaltet. Insofern ist diese Kann-Energie im Weiblichen auch eine sehr tragende Energie. Und wir sehen hier auch die Doppelschlange, die letztendlich ein Symbol dann für die menschliche DNA ist, und die Flügel, die wiederum ein Symbol sind für Zikin, für die Beweglichkeit des Geistes. Also die Göttin, die letztendlich diese Feuersenergie mit allen vernetzt, mit geöffneten Händen und mit einem ganz starken, pulsierenden, in Kann feurigen Herzen. Nun, es ist ganz klar, dass diese Kann-Energie auch sehr stark mit der Sexualität des Menschen verbunden steht. Dieses Feuer, das wir uns Menschen so sehr wünschen, dass es harmonisch fließt, dass es gesäubert ist. Wir haben die Möglichkeit, in Kann eine rote Kerze für die Aktivierung unserer Erotik, unserer Libido, unserer Sexualität zu entzünden und zugleich auch diesen Bereich mit diesem Feuer zu reinigen, weil wir ja wissen, dass bei vielen Menschen die Sexualität karmisch bezogen oder auch auf Missbräuche in diesem Leben bezogen aus Verunreinigungsgründen blockiert ist. So bedarf es also in Kann einerseits des Bewusstseins, der Annahme dieses Feuers, und zugleich dann auch der Bewegung dieses Feuers durch Sexualität, Herz und im Feuer des Geistes. Kann zieht sich also wie eine Doppelspirale über das Rückgrat in die Höhe, und über das Kopfchakra vernetzen wir uns dann mit Kann, mit den höheren Welten
oder sei es auch über den Beckenboden mit den Unterwelten. Eine wunderschöne Vorstellung. Ich wünsche auf alle Fälle einen ganz, ganz lebendigen, herzverbundenen, vitalen Kantak und freue mich, wenn du mit diesem wunderbaren Nawal befeuert werden kannst und wenn du die Aufmerksamkeit dahin lenkst, was wir als Menschen am meisten brauchen. Feuer, Aktivität, Motivation, Beweglichkeit. Es ist uns zu Lebzeiten ein wunderbares Energiefeld, aber vor allem nach dem Tode ist es ganz von großer Wichtigkeit, wenn wir mit unserem befeuerten, vitalen, lebendigen Seele-Geistwesen in die Anderswelt gehen und dort dann entsprechend unserer Qualität, unserer Zugänge auch wiederum in Aufgaben kommen. Einen gesegneten Kantag und alles Liebe und Gute für dich.